Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier. Und heute sind zum ersten DLC zu DLC Nummer 1 für Dragon Ball FighterZ sowohl Bardock als auch Broly erschienen als spielbare Charaktere. Nun, das hier sind natürlich ihre Lobby-Charaktere, Z-Marken gibt es auch. Aber wenn ihr euch das DLC geholt habt, wie gesagt, dann erscheinen beide Charaktere in eurer Charakterliste, sowohl Bardock als auch Broly. Die DLCs könnt ihr euch aus eurem Store holen, die Charaktere könnt ihr euch einzeln kaufen, sie kosten jeweils 4,99 €, sei es im PSN Store, Xbox Store, Steam etc. Oder wenn ihr euch das FighterZ Season Pass geholt habt, dann könnt ihr sie aus dem Store bereits heute herunterladen. Und wir gehen heute auf jeden Fall mal her, schauen uns beide Charaktere die Movesets von ihnen an, die grundlegenden Angriffe und Kombos auf jeden Fall auch. Und schauen uns dann am Ende noch ihre Dramatic Scenes an, let's go. Genau, dann schauen wir uns mal Bardock an, seine Basic Moves, was der Dude so drauf hat an der Stelle. So lädt er sich auf. Ganz schön. Die leichte Combo sieht folgendermaßen aus. Aus den leichten Hieben. Aus den mittleren Hieben. Und die schweren Geschütze. Genau, und die Special sieht folgendermaßen aus. Das Ganze hat natürlich eine Variation, die kann man auch aufladen. Sieht folgendermaßen aus. Dann hat es natürlich noch die Combo aus den ganzen Hieben. Die sieht folgendermaßen aus. Und das hier. Genau, und wenn man Bardock zur Hilfe ruft, macht er folgenden Move. So, unser Bardock hat natürlich auch Ultis. Die erste Ulti sieht folgendermaßen aus. So, das war die Ulti auf R1, auf R2. Eine weitere, wenn ihr nach vorne schaut und euch nach vorne bewegt, die sieht folgendermaßen aus. Und die Ultra Super Attack an der Stelle sieht folgendermaßen aus. Mit so einem Super Saiyan. Richtig cool. Alles klar, dann schauen wir uns mal Broly an. Und Broly an der Stelle ist immer immens groß. Seine Basic Moves, seine Basic Combos werden wir uns an der Stelle auch anschauen. Wie bei Bardock. Würde ich sagen, wir fangen gleich mal an. Das hat schon eine aggressive Combo an der Stelle. Mittlere Punches. Und die Heavy Punches. Seine Key-Angriffe sehen folgendermaßen aus. Wenn er das einmal betätigt, macht er diesen Move eine Key-Explosion. Wenn er aber das Ganze gedrückt hält, dann feuert er weitere. Und dabei gibt es natürlich auch Variationen. Zum einen diese hier. Zum anderen verpasst sich quasi eine kurze kleine Barriere, wenn ich das so nennen darf. Genau, wenn man Broly zu Hilfe ruft, macht er folgenden Move. So, dann schaut es um seinen Lariato an. Gut, Broly hat eine Ulti auf der R1-Taste. Sieht folgendermaßen aus. Und dann natürlich die Ultra Super Attack. Die Ultra Super Attack gibt es zwei Variationen. Eigentlich ist es dieselbe Ulti, aber ihr werdet den Unterschied merken, wenn ich das Ganze mit R1 betätige. Dann folgt seine Ulti wirklich schnell zum Gegner. Und sie ist groß. Aber wenn ihr das mit R2 betätigt, dann fliegt seine Ulti weitaus langsamer und ist kleiner anfangs. Ja, Explosion ist dann quasi das gleiche, aber das kann man dann auf jeden Fall nutzen, wenn man da taktisch vorangehen will. Weil man beispielsweise dann während die Ulti launch zum Gegner sprinten kann. Dann geht man zum Gegner hin quasi, auch wenn das Intervall ein bisschen knapp ist, aber es könnte für Verwirrung sorgen, sag ich mal. Alles klar, so viel zu den Movesets der Charaktere. Nun schauen wir uns die Dramatic Finishes an. Dabei müssen einige Bedingungen stimmen, nämlich wenn ihr Bardock seinen Dramatic Finish triggern wollt, müsst ihr selbst Bardock als Bardock Freezer besiegen als letzten Gegner. Freezer muss euer letzter Gegner sein im gegnerischen Team. Und das Ganze muss im Weltraum passieren. Hierbei müsst ihr ihn mit einem neutralen, schweren Schlag treffen. Das Ganze werden wir gleich natürlich sehen. Bei Broly ist es ein bisschen andersrum. Broly selbst müssen wir besiegen. Also Broly muss unser Gegner sein, der letzte Gegner. Wir müssen ihn finishen mit Super Saiyan Goku. Hat er einmal einen Dramatic Finish. Mit Goku ist das Ganze, wenn ich es euch kurz zeigen darf, auch ebenfalls im Weltraum. Oder wir besiegen ihn mit Ultimate Gohan. Broly natürlich in der Ödnis. Und dann triggert er die Dramatic Finish, die Dramatic Scene. Das Ganze werden wir uns natürlich jetzt genauer ansehen. Viel Spaß. Ja,
わかってきやがれ。懲りないですね、あなたも。このくたばりぞうがいや。え？いや、何？情けねえ。あいつらの敵を撃つのは俺だ。 生きていたのか。まずお前から血祭りにあげてやる。 Alles klar, Leute, so viel zu den Movesets, zu den neuen DLC-Charakteren Broly und Bardock und ihren Dramatic Finishes. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.